Das tat voll weh, Alter. Ich habe auf deinen scheiß Ehering geschlagen. Niklas, nein, das war nicht mein Ehering. Das war hier mein Handknochen. Der wir können nicht Titan. Mehr spielen, Niklas. Vorbei. Jetzt vorbei. Tut mir leid, Hand gebrochen. Ja. Oh. Hast du auch Heilmittel gegen sowas, Niklas? Siehst du, völlig unbrauchbar. Liebe Regie, bitte auf Niklas schalten. Ich bin schnell auf Niklas. Ich habe gar kein Mikro. Danke, ja. Wieder zurückschalten. Du hast, danke, sehr gut gemacht. Du bist jetzt hier, du bist die neue Regie. Ja, das ist Sprachsteuerung, das heißt willkommen. So, ne? Genau. Bitte auf Simons Rechner gehen. Genau, wir haben nämlich ein Video, was vorhin schon lief, was aber leider Tonschwierigkeiten hatte. Deswegen ist ja viel Arbeit und wir wollen das auch würdigen. Zeigen genau. Wir es nochmal. Achtung, mein Rechner jetzt. Kriegen wir Sound? Sieg. Ich hoffe, wir haben Niederlag. Sound. Sieg. Na gut, ich höre auf. Schließlich haben diese beiden hier, ich nenne sie mal Mr. Ich dachte und Mr. Ist das lächerlich, auch schon mal gewonnen. Dieser Herr hier, ich nenne ihn mal Mr. Ich habe da jetzt keine Lust mehr, hat sogar heimlich nachts trainiert. Und während die guten Spieler am Schlafen waren, sich an die Spitze der Silber League geschummelt. Mr. Das ist alles so schlecht, war im Urlaub. Keine Ahnung, ob er überhaupt trainiert. Straight to Gold? Ich weiß noch nicht. Ich gebe erstmal ab in die Werbung. Hier gibt's keine Werbung außer für mich. Oh, ach so. Ja, wenn das so ist. Ab heute gibt es die neuen Bonjour-Hoodies und Shirts zu kaufen. Infos dazu findet ihr in unserer aktuellen News. Zufrieden? Naja, jedenfalls geht es heute weiter. Meister Miyagi überlässt das Lenkrad wieder seinen Schülern. Herr Budimann, Herr Kretschmer, sind Sie bereit? Denn hier werden keine halben Sachen gemacht. Alles muss, nichts kann. Für heute alles muss, alles kann. Wusa. Möge die Macht mit uns sein. Ach, schön. Fantastisch. Zweimal gewonnen. Schön. Schön gemacht. Zweimal gewonnen haben wir diesmal auch schon. Ja, und das ohne einmal zu verlieren. Dank dir. Danke, danke, Niklas. Kurz wirklich nochmal, ist natürlich Werbung, aber muss man echt mal sagen, auf YouTube bonja.de, alles zusammengeschrieben mit B-O-N-J-W-A. Sehr guter Name für Massenmarkttauglichkeit. Hast du gut ausgedacht. Könnt ihr gerne abonnieren und vor allem auf bonja.de auch einfach die Bilder. Ich habe leicht die Ironie verspürt gerade. Müsst ihr aber auch. Ich habe gleich die Ironie gerade verspürt. Das war, nein, Mann, das ist Simon. Wir machen das bei allem, damit keiner mehr sagen kann, wann es was ist. Weißt du? Das ist einfach ein Brei aus Belanglosigkeit. Nee, echt, also ganz ehrlich, cool, Mann. Ja, dankeschön. Danke. Wie, Mister, das ist so lächerlich. Ja, das ist so lächerlich, auch. Alter. Habt ihr das gesehen auf Reddit-Beats? Ja, tatsächlich gibt es einen Thread, wo eure meisten Sprüche zusammengezählt wurden aus einer Folge. Von Simon, glaube ich. Ja, wenn man sagen würde, wenn es wenigstens coole Sprüche wären, aber es sind einfach nur die Sachen, die wir immer wieder sagen. Bei mir war, glaube ich, 35 Mal, ich dachte. Ja. Immer wenn du was gesagt hast, ja, ich dachte. Ja, also die Leute gucken schon auffällig oft zu. Ja. Also vielen, vielen Dank für diese supergeilen Intros. Leute, checkt nach wie vor Bonjour, Niklas und sein Team. Wir haben auch übrigens den guten Yoshi irgendwie hier am Start. Der sitzt bei uns in der Regie, guckt sich das heute mal an. Ne? Und jetzt aber machen wir Wusa. Ja, Wusa ist jetzt. Was heißt Wusa? Wusa! Weiß ich nicht. Das macht man irgendwie beim Meditieren oder so. Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Das ist von Mantra. Bad Boys, Leute. Wusa, um runterzukommen. Ich wollte eigentlich gar nicht Wusa sagen. Ja. Loser. Nein. Ich habe eigentlich an James Ryan gedacht, weil da sagen die immer Fubar. Ja, ja, Fubar. Daran habe ich gedacht. Ja. Und ich habe in dem Moment gedacht, die sagen da Wusa. Ach echt? Deswegen ist das eigentlich ein Fehler im Video. Da hast du Bad Boys mit James Ryan verwechselt. Fubar ist fucked up beyond all recognition. Ja. Und Wusa ist einfach nur Wusa. Richtig. Wusa. Aber eigentlich passt es besser. Eigentlich passt es auch besser. Ich mache lieber mit meinen Ohrläppchen. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter. Bonjour ist ja koreanisch, schreiben die hier im Chat ja auch. Ne? Das heißt, sehr, sehr guter Spieler, richtig? Bonjour heißt der Beste in etwas zu sein. Und zwar so gut, dass du bevor überhaupt
Bevor man dazu kommt, zu kämpfen. Oder? Genau, bevor man überhaupt dazu, ich kann mich gerade überhaupt nicht artikulieren, was ist denn hier los? Bevor man dazu kommt, überhaupt die Kräfte zu messen, weiß man schon, wer der Gewinner ist, ganz klar. Ja. Egal in was. Der mit dem richtigen Tier. Bildorder. Video. Nein, Mann, so lernen wir es halt. Ja? So, hier, los geht's. Ich bin dabei. Du lädst mich ein. Und jetzt liebe Leute. Schon. Ich guck nochmal beim Suchen, wie gut eure Gegner waren. Das würde mich mal interessieren, welche Liga die waren. Okay, schau du mal. Ja. Also vom Score her waren sie ja nicht schlecht. So, aber wir suchen. Wir haben übrigens nur noch leider, es ist 6.22 Uhr, bedeutet. Oh, dann müssen wir jetzt zwei Spiele durchpowern. Sollen wir zwei Spiele? Müssen wir ja. Ich glaube, das nächste verliert ihr, dann seid ihr erstmal niedergeschlagen. Dann muss ich euch aufmuntern. Und dann können wir noch ein Spiel gewinnen. Ey, vielleicht gewinnen wir jetzt auch einfach zweimal und machen den Sack zu. Gold, ja, dann gehen wir nach Hause. Hm? Ja, von Bronze auf Gold direkt. Nee. Ja. Also nochmal, 1.4. Ach, jetzt geht schon wieder los. Okay. Oh, jetzt ist hier laut. Konzentration. 1.4. fängt ja die neue Season an. Das bedeutet, fangen wir wieder von unten an. Ne? Ja, nein. Nee? Seid ja auch, oh Gott, es ist Oshi. Es ist Oshi! Es ist fucking Oshi! Oshi und Sigi! Oshi, wenn du Turtles, gibt's echt auf den Sack. Ja, das wird jetzt das. Ohne Scheiß. Simon, Oshi kriegt auf die Konzentration. Eier. Verdammte Oshi, ey. Das Rematch. Kein Bunker, keine Sorge. Die macht doch wieder. Ach, es ist alles schlimm. Stream ist aus, alles klar. Ist klar, Oshi. Nee, alles klar. Nee, klar. Okay, Leute. Fokussiert euch vollkommen auf eure Bildorder. Ignoriert einfach die Gedanken jetzt, dass die irgendwie wissen könnten, was ihr macht. Scheißegal. Sag ich dem Chatter hier. Zieht einfach euer Ding durch, ja? Jo. Keine Angst, meine Freunde. Ihr werdet das schon schaffen. Ich glaube an euch. Ich bin die Stimme in eurem Kopf, die euch sagt, was ihr zu tun habt. Die euch sagt, ihr werdet siegreich von dannen ziehen. Aber nur, wenn ihr aufhört zu schreiben und euch konzentriert darauf, eure Bildorder auszuführen. Kinder, so wird das nichts. Woody ist nicht Chat City. Ihr seid mir hier mit der Zeit zu aufmüpfig geworden. Chat City, ey. Ich glaube, ich muss mal härtere Methoden hier anwenden, so langsam. Ich schreibe gar nicht. Hallo, konzentrier dich, Simon. Beim nächsten Mal gibt es einen Rohrstock mit. Das finde ich gut. Sie sind nervös, die können nämlich gar nichts. So, nee, die können, also, hat man ja gesehen, auch schon so, beim letzten Mal. Dich, die können genau, Pool 15. Und jetzt will ich hier jedes Element deiner Bildorder richtig sehen. Oh fuck, okay. Wo ist die Echse? Wo gehe ich hin? Da. Genau, dort. Da? Runter, ja, okay. Da gehst du hin. Nimm am besten einen weiter links noch. Genau, nimm diese, dann kann Buddy die sichere nehmen. Gut, danke. Und diesmal den 15er Overlord vor der 15er Queen, ja? Insufficient. Okay, mich noch? Ja, da ist der Overlord und gleich kommt die Queen. Hier sieht man das Belkre. Ey, warum hat er die? Ach so, 15. Upgrade complete. Okay. Jetzt geht's. Not enough minerals. Du hast ein zu wenig Gas. Noch einmal ins Gas. Ah nein, zu früh. Alles gut. Einmal rein. Bosch ein Depot. Mhm. Erst bei 5 Gas. Bei Minute 5 beide Gasgasierer. Und vorher einfach nur. Nur Drohnen und Queens und Overlords. Mach schon mal ein Depot runter, Buddy. SCV ready. Jop. Wieder ins Gas. Und diesmal wollen wir als erstes ein Tech-Lab, gell? Jop. Add-on complete. SCV ready. Setz schon das nächste Depot an. Above. What? SCV ready.
Fokussier dich nicht zu sehr auf den Reaper. Schick ihn einfach weg, später nochmal scouten. Zweites Orbital Command. Jupp. Maus. Tech Lab. So, und bau diesmal wirklich nur, versuch jetzt einmal wirklich den Bild komplett durchzuziehen. Also nur 8 Worker unten, ja? Jo. Und dann einmal mit 5 Barracks komplett durchproduzieren. Erst Impact. Add-on complete. Ja, okay, baut jetzt schon. Not enough minerals. Stimm. Ja. Also 8 Worker unten und jetzt mit 5 Barracks mal komplett durchproduzieren bis Minute 9. Minute 6 war doch jetzt eigentlich dann... 6 Roach Drone und Evolution Chamber. Okay. Und sobald du 100 Gas hast, als erstes den Leer. Wenn du dann wieder 100 Gas hast, dann das Attack Upgrade. Ach shit, zwar mal dieselbe gebaut. Jetzt Depots anfangen zu bauen, Brudi. Jo, zu spät schon. Dritte Gas kannst du jetzt nehmen, genau, bei Minute 7, perfekt. Und Drohnen, ja, 3 Drohnen noch oben, dann bist du durch, ne? Ach, sieht gut aus. Die ins Gas. So, und dann baust du deine dritte Hatchery schon. Genau, baust du dort. Oh, da kommen Einheiten, was ist das? Das sind hier, Egal, genau, bau einen Spawncrawler in die Mitte von der Minerals. Spawncrawler, nicht Spine. Ich weiß nicht, welcher ist, weil ich die so selten baue. Das war der richtige. X oder Y? Passt schon. Setz noch einen, ja, okay. Simon, hör mir einmal zu. Ich hör zu. Die Spawncrawler genau in die Mitte von der Minerals, jeweils ein, das reicht völlig. Okay. So, und bau die Drohnen nach, die du verlierst. Und wichtig ist, dass du deine Overlords jetzt einmal doppelklickst und auf einen Spawncrawler schickst, damit die nicht alle sterben. Okay. Genau, schick sie einfach dort in die Mitte. So, produziere Overlords nach, da du welche verloren hast. Bau direkt 4 oder 5. Warum hab ich so viele davon verloren? Wir haben 9 Minuten. Sollen wir losgehen, Simon? Ja. Gut. Okay, dann starten wir jetzt los. So, sobald die Overlords durch sind, pumpt noch mal eine komplette Runde. Ey, der macht gerade deine Overlords kaputt. Lass uns mal jetzt mal was anfangen hier. Ja, wir gehen los. Wir greifen jetzt an. Ja, ich bin schon los. Also Leute, denkt dran. Die haben in Nerf-Units investiert. Die Verteidigung ist jetzt geschwächt bei denen. Das heißt, die Nerf-Units kommen. Egal, du Spawncrawlers. Alles gut. Du bist so gut. Das funktioniert ja. Injecte oben weiter. Danke, Niklas. So, und jetzt fokussiert euch voll auf den Angriff, ja? Jo. Lauf weiter mit deiner Army. Simon. Ey, wie kann man das denn alles gleichzeitig machen? Setz die Hatchery und Barracks Ready Points mit nach vorne. Tanks? Shit, alles verloren. Ich bin immer vorgerannt. Einmal kurz zurück hier. Haben einfach vorgezogen. Das war doof. Ich hatte nicht gecheckt. Ja, passiert ja immer. Ja. Einfach immer. Ich werde hier gekillt. Das ist nicht gut. Ah, das ist alles nicht so geil gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Leute, Follow-up-Plan. Basen saturieren, auf Hydras gehen, auf Medivacs gehen. Ey, mach meine. Jo. Sobald du Drohnen verlierst, bau sie einfach nach. Und sicher dich mit Spawncrawlern ab. Our SCVs are under attack. Buddy, die greifen oben rechts an. Ja, hab ich gesehen. Our SCVs are under attack. Macht doch nicht zu viele Sorgen um diese blöden Flugeinheiten, um die Phoenixes. Sobald ihr SCVs verliert oder Worker, baut ihr einfach nach, ja? Die Saturation ist trotzdem das gleiche Ziel. Okay, wir ziehen uns wieder zurück mit unseren Einheiten oder sollen wir da unten bleiben, Niklas? Was denkst du?
Ja, dort könnt ihr gerade nicht viel anrichten. Nee, also ziehen wir uns wieder zurück, ja? Ja, ja. Okay. Zumindest in die Mitte der Map, an den Watchtower. Die scheinen nämlich schon wieder zu bunkern. So wie ich das sehe. Ah je, ey. Our SCVs are under attack. Ey, das ist echt ein super Tipp mit diesem Crawler. Immer weiter Worker bauen, Leute. Immer weiter Worker, bis ihr alle drei Basen voll habt. Not enough minerals. Wo die den Starport nicht vergessen, ne? Kannst langsam Medivacs produzieren. Ja. Und dann auch Upgrades erforschen. Our allies are being attacked enough. Oh, ey. Warum sind die dahin? Ich hab irgendwie... Mann, guck dir das an. Ey, das ist mal diese Kack-Overlords, weil man keine extra Einheit, keinen extra Weg für die machen kann. Das geht mir schon immer auf den Sack. Die fliegen immer dahin, wo man sie nicht haben will. Und komplett nutzlose Scheiße, diese Overlords. Ich hasse sie, ey. Simon. Ey, dass man das nicht einstellen kann, dass die Overlords woanders hingehen, ohne Scheiß, das ist meiner Ansicht nach ein Fehler. Auf das Spiel. Nehm ich ja. Bau die Overlords nach und dann erkläre ich dir nach dem Spiel, wie du das machst. Das ist einfach scheiße. Wir führen Krieg und die haben kein Micromanagement für die blöden Sammler. Ja, Buddy, ich, wir wollten das nicht in der Mitte treffen, weil ich werde hier gerade zerschossen, gell? Ich hau jetzt ab. Ja. Also ich kann leider jetzt nichts mehr machen. Halt dich einfach an Buddys Army, da wo die Marines drin sind. Ich komme zu dir. Simon. Ja, er geht ja immer weg. Er geht ja immer weg. Hydra nee, denn? Ich würde jetzt gerne echt da bleiben, wo ich bin. Simon, du kannst Hydralisten bauen? Okay. Muss ich ja erstmal erforschen. Genau, den Hydra denn. Und, Buddy, du kannst mal hochscannen, was die da jetzt überhaupt machen. Ob die noch was anderes bauen außer Panzer. Abgesichert. Ne, dort, wo vorhin die Panzer standen, weißt du? Ja, gleich. Ich hab, abgeschlossen. So, und erinnert ihr euch an das letzte Spiel gegen die beiden? Dieses extrem lange? Ja. Versucht euch schon mal da reinzufühlen in dieses Szenario. Okay. Das bedeutet, eigentlich ist das Ziel jetzt wieder... Oh, er greift mich jetzt oben wieder an, ey. Es ist echt zum Kotzen. Bau ein Spawncrawler. Lass die da, die Drohnen. Egal. Die haben nicht unendlich Energie, die Phoenixes. Mein einfach weiter. Ignorier die. Genau. Und den Rest wieder zum Drohnen schicken. Ist egal, wenn du welche verlierst. Baust einfach nach. Okay, gut. Das gibt mir auf jeden Fall Mut. Lass dich nicht irre machen von den Dingern. Okay, ich bin fast bei 200. Ich glaube, so ein Angriff wäre mal nicht schlecht. Ja. Ich glaube, wir müssen auch gleich loslegen. Hört ihr das, Uschi? Ja, wir greifen jetzt gleich an. Vielleicht macht ihr schon mal alle Gegenmaßnahmen, die ihr durch diese zusätzliche Information einrichten Alter, sehr viele Tanks könnt. Hier. Simon, guck mal unten da hin. Sehr viele Tanks gerade. Da werden wir so auch nicht durchkommen, glaube ich. Okay. Lass woanders Simon, hörst du mich? Ich höre dich. Du baust jetzt einen Spire, genau, und gehst schon mal hoch auf dem Hive, also auf die nächste Ausbaustufe deines Hauptgebäudes. Das heißt, wenn deine Army gleich, wenn ihr kämpft und du Units verlierst, dann baust du direkt Corrupt danach, ja, aus denen du dein Bootloss machst. Dafür brauchst du viel Gas, das heißt, nimm an jeder Basis so viel Gas, wie es geht. Welche baue ich danach? Corrupter. Okay. Geh überall ins Gas. Auch an deiner zweiten Basis bist du noch nicht vollständig im Gas. Jo, alles am Start. Mann, ey.
So, und ihr könnt mal, also was ihr jetzt machen könnt, ist zu verhindern, dass sie weiter expandieren. Das bedeutet, ihr könnt darauf lauern, dass sie irgendwo in eine Echse jetzt auf ihrer Seite von der Karte, dass sie dort versuchen zu expandieren und dann zuschlagen. Und versucht eure Armys eben einigermaßen effektiv gegen die Army von denen abzutauschen. Denn die bunkern sich da schon wieder dicht, das dürft ihr eigentlich nicht zulassen. Hier, ah, die meinen die Gold hier. Ja, guck mal, was deine Army ist. Ja, ich glaube, da, Simon, wollen wir hier angreifen, die Gold? Ich bin bei 200, lass uns einfach okay, angreifen. Dann okay, ich laufe. Okay, dann geht's los. Lauf hinterher. Wenn ihr jetzt angreift, dann wirklich entschlossen, ja, dann kein Zurück. Unsere Streitkräfte verbinden sich in Geschossen. Nein. Okay, den Panzer unten. Lass die Panzer unten machen. Ja. Bau direkt Corrupt danach. Er baut Splittern, da machst du nichts. Ah, zu viele Panzer. Alles weggeturtelt hier. Alles verloren. Ja, aber die haben auch ein bisschen was verloren. Ja. Ich meine, wir mussten jetzt auch was machen, aber... Okay, die haben sehr viele Phoenixes. Phoenixes können nur in die Luft schießen übrigens und halt Einheiten hochheben. Oh, geil. Okay. Budi, du musst jetzt eigentlich Mass Vikings bauen. Ja. Mass Vikings und Broodlords muss das hier sein jetzt. Ich baue schon Hydras und jetzt gleich... Keine Hydras. Ach, zu spät. Shender nur. Nur, genau. Shender heißt es. Oh nein! Oh Leute, das war's. Ey, der macht meine ganzen Overlords kaputt. Und er kommt mit 2 Milliarden Panzer. Sammelt euch hinten. Ready Points nach hinten. Ey Leute, hier ist Angriff. Ich gegen die Panzer. Ey, wir brauchen Anti-Air, ohne Scheiß, und zwar jetzt. Ja, ich versuch's. Marines und Vikings. Ja, bin dabei. Deine Mineralien alle in Marines stecken, dein Gas alles in Vikings. Und die Uschi soll mal zum Maul halten, ey. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Mineral field depleted. Our allies are being attacked. Ja, ziehen sich langsam nach vorne. Ja, okay, jetzt kommen, es ist vorbei. Alter, es ist vorbei. Jetzt kommen noch die... Wie viel Gas hast du denn? Kannst du Bootlots bauen? Ich hab gar nichts, ich bin durch. Ich hab wirklich nichts, es bringt nichts. Meine ganzen Overlords sind weg, meine ganzen Einheiten sind weg. Ich kann im Moment nichts machen, außer warten. Ich wäre echt dafür, dass wir halt auch mal, weiß ich nicht, mit verzögertem Stream oder so. Ich find's Schwachsinn, wenn die Leute wissen, wann wir angreifen, weil dann ist es halt wirklich ein leichtes... Okay, Leute, mein Vorschlag, ihr versucht jetzt nochmal geschlossen anzugreifen und wenn das halt nicht klappt, dann ist die Spielzeit vorbei. Aber wir sollten jetzt nicht zu viel Zeit in diesem Spiel verschwenden, denn ihr seid halt extrem weit hinten gerade. Dann sollten wir lieber kurz das Spiel nochmal analysieren und noch eins machen. Ja. Ja. Und Uschi auf die Blocklist setzen, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja, okay. Sollen wir angreifen, Simon, dann? Bringt ja nichts, oder? Wie angreifen? Verteidigen? Ich glaube, die greifen uns gleich an. Das ist die Frage. Nee, Niklas meinte auch, wir sollten jetzt entweder angreifen. Ich habe keine Einheit, Alter. Keine einzige. Our allies are being attacked. Und wir werden angegriffen. Agreed. Ready to blunder. Können wir nochmal auf Simon gehen? Ich seh die ganze Zeit nicht, was er macht. Ready to blunder. Regie, bitte. Mineral field depleted. Our allies... Greif an. Achso, ja, okay. Ah, da sind sie doch. Machen sie da. Los, komm, lass die Flieger angreifen. Oh, sind das viele. Ja, es sind sehr viele. Und? Ja, das ist schon 200, so vielleicht wenigstens. Ja, König, das ist vorbei. So, ihr kriegt kein gut Game von mir. Ihr habt nicht gut gespielt. Ja. Ja, danke, also, Uschi. Bevor ich jetzt über dieses Spiel aufregt. Doch, da darf ich mich kurz aufregen? Ja, aber das Problem ist halt, was ich halt von Anfang an gesehen habe, schon als der Reaper gescoutet hat, dass sie einfach, die sind doch einfach vom Skillniveau voraus. Ich weiß auch nicht, warum ihr jetzt nochmal gegen die Match wurdet. Wahrscheinlich, weil sie euch direkt gesniped haben. Ist halt scheiße. Aber eigentlich könnt ihr euch nur jetzt bei dem Spiel. Mit den Sachen auseinandersetzen, die euch komplett aus dem Konzept geworfen haben.
Und also, das war frühe Luftangriffe? Genau. Das besprechen wir nämlich jetzt, dass sie das verbessert. Ja. Aber den Rest vom Spiel, scheiß erstmal drauf. Weil das Wichtige ist erstmal, gerade gegen bessere Gegner, die ersten Fehler, die auftreten, die zu beheben. Und die ersten Fehler waren jetzt in dem Spiel, dass ihr einfach gegen die Phoenixes nicht klargekommen seid. So. Hm. Und das werden wir jetzt einmal kurz besprechen und dann machen wir einfach noch ein letztes Spiel. Denn wir haben ja noch Zeit für ein Spiel. Aber was ihr halt macht, wenn Phoenixes kommen, es sind halt erstmal nur 4 oder 5 am Anfang. Und erstmal ist überhaupt wichtig zu wissen, was machen Phoenixes. Und da waren wir gerade gar nicht klar, ob ihr das beide überhaupt wisst. Ja. Schießen halt. Also ja, die können einen hochheben und dann in der Luft zerballern. Genau, Phoenixes sind eigentlich eine Einheit, die können nur in die Luft schießen. Haben aber eine Fähigkeit, die kostet Energie, also sozusagen Mana, mit der sie Einheiten in die Luft heben können. So, diese Energie ist aber auch irgendwann leer. Das bedeutet, es können sie nicht unendlich. Das heißt, wenn Phoenixes kommen und ihr ein paar Mal in der Situation gewesen seid, dann wisst ihr, okay, ich werde jetzt vielleicht 4 oder 5 Worker verlieren. Drauf geschissen, die produziere ich erstmal einfach nach. In der Zeit, wo ich die nachproduziere und die Phoenixes dabei sind, ihre Energie auszugeben, das ist dann einfach passiert, die Worker sind einfach weg. Aber er hat gleichzeitig auch in die Phoenixes investiert, die ihm am Anfang eigentlich so gut wie gar nichts bringen, außer dass die Worker hochheben können oder mal die eine oder andere Einheit. Für euch ist das völlig egal. Ihr geht sofort zum nächsten Step, sagt euch also, okay, die Worker muss ich nachproduzieren, ich will trotzdem meine Saturation behalten. Aber dabei ist wichtig, dass ihr euch gegen die Energie, die dann neu regeneriert wird von den Phoenixes, absichert. Und das macht ihr, indem ihr Anti-Air-Türme baut. Okay. Bei dir sind das Spore-Crawler und bei dir sind das Turrets bei den Terranern. Also, ja, ich muss sagen, die Anti-Air, das hat, also bei die da waren, hat das wunderbar funktioniert. Man richtig, hätte eigentlich direkt aber am Anfang hätte ich 3 in jede, also das hätte eigentlich, ja. Das besprechen wir jetzt. Es ist eben extrem wichtig, dass man nicht überinvestiert. Und was man eben macht, man baut pro Mineral Line, also pro Basis, eigentlich nur ein Anti-Air-Turm. Ja. Und den platziert ihr genau in die Mitte von euren Minerals. Also zwischen Hatchery und Minerals. Dort in die Mitte, in deine Mining Line. Damit sie die Drohnen nicht so einfach alle machen können. Was war das mit dem Overlord? Du meintest, stell da noch einen Overlord oben drüber. Welchen Grund da hatte das? Da meinte ich, deine Overlords, die sind ja Air-Units und können von den Phoenixes attackiert werden. Das heißt, alle deine Overlords, die auf der Map sind, können von den Phoenixes abgefarmt werden. Und du bist immer wieder Supply-Block, kannst keine Einheiten mehr bauen. So, sobald Phoenixes kommen... Das ist mir ja passiert. Ja, am Ende. Sobald Phoenixes kommen, sorgst du eben dafür, dass alle deine Overlords auf einem Spore-Crawler gerechtsklickt werden. Erstmal alle, die da sind, dass die einfach über dem Spore-Crawler schweben und dort safe sind. Das ist eben das Szenario gegen Phoenixes. Alle Overlords, die irgendwo auf der Map sind, schickst du zurück. Du wirst ein paar verlieren, weil es ist einfach so als Zerg, da musst du rechnen, also direkt 2 oder 3 im Anschlag haben. Aber im Endeffekt willst du alle über deinem Anti-Air-Turm haben. Okay. So, und was dann wichtig ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe, die eine Sache, die wir dann noch besprechen wollen, den Rest, den vergessen wir erstmal. Alles völlig egal. Schon passiert. Das ist einfach passiert. Wie hieß nochmal die Tussi, gegen die wir gespielt haben? Honor? Tushi. Kushi? Entschuldigung. Du hast dich darüber aufgeregt, dass deine beschissenen Overlords über diese verfickte Map. Mir passiert es jedes Mal. Und es macht mich so wütend, weil ich mir denke, du hast diese Scheißbasen, haben schon extra 2 verschiedene Linien. Warum kann ich nicht eine dritte für den Overlord machen? Die verwundbarste Einheit, die es in dem Spiel gibt. Und es macht mich wahnsinnig, weil ich weiß, ich müsste sie ständig dann. Auf ihrem Weg in die Mitte hätte ich sie halt ständig cashen müssen. Aber dann bist du eine Minute nicht aufmerksam, hast 10 produziert. Okay. Nee, es macht mich wahnsinnig. Ja. Ich finde, das ist scheiße von Blizzard. Nee, ja, sorry, aber das ist einfach scheiße. Das kann ich nicht anders sagen. Lass mir das erklären. Die Verwundbarkeit von Sammlern bei Command Conquer. Darf ich kurz noch mal erwähnen, wie scheiße das ist? Okay, bist du jetzt fertig? Eigentlich nicht. Dann mach weiter. Nein, aber ich fühle mich da von Blizzard... Dann lass mich doch jetzt mal erzählen, was du da machst in dieser Situation. Okay. So, pass auf. Also erstmal, dir fehlen halt bewusst auf Tier 2 noch ein paar Mechanics, wenn du es da bei uns lernst. Das verfeinert sich alles noch ein bisschen mit dem Management von deinen Kokons und so, die gerade heranmorphen sind. Mhm. Aber was du eben jetzt machst, ab jetzt, du wirst, immer wenn du Overlords baust, Du klickst ja zweimal, was ist deine Overlord-Taste bei Grid? Es gibt eine Overlord-Taste? Ja, der Hotkey. Bei mir ist es V. Bei Standard. Also, deine Overlord-Taste. Ich weiß nicht, dass ich einen habe, wirklich. Das ist jetzt kein Scheiß. Du wählst ja deine Larven aus und baust Overlords.
mit Hotkey. Ach so, das meinst du. Das ist W. Ja. Genau, W. Also W ist deine Overlord-Taste. Das heißt, du wählst deine Larven aus, du willst eine bestimmte Anzahl von Overlords spawnen, 2 oder 3. Genau. So, drückst du also 3-mal W. Bevor du dir einen abwählst, machst du einen Rechtsklick, wo die Overlords hin. Ach, weil dann nimmt er genau die Drohnen, die Eier. Du kannst für die Eier auch Rally Points setzen. Und die überschreiben eben dann Rally Points von deinen Hatchery. Das hast du mir sogar schon mal erklärt. Richtig. Und das ist eben. Es ist trotzdem scheiße. Es ist eben mir egal, was hier Super Nerds da erzählt, ist einfach scheiße. Ich muss hier um irgendwas rumbasteln, was jemand anders verkackt hat. Just saying. Entschuldigung. Ist ja gut. Runterkochen, joggen gehen. Ich bin stinksauer, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu spielen. Doch, Uschi hat mir jetzt echt die Laune verdorben, ganz ehrlich. Ich find's kacke. Jemand, der Profi ist, das ist Uschi, ganz im Ernst. Wenn du jetzt irgendwie Leichtathletik-Champ wärst, ja, gehst du dann auch zu den Special Olympics, wo die Leute irgendwie auf Stumpen rumlaufen und freust dich, dass du schneller rennst? Ist das wirklich ernsthaft etwas, was dir in deinem Leben Freude bereitet, dass du arme, schlechtere Menschen, rennst du raus und pinkelst auf Penner oder was ist dein Hobby? Das ist doch armselig. So. Alles raus? Ich bin echt sauer. Alles raus? Ja. Geht's weiter? Gut. Eins noch, kommt. Ey, komm bitte. Wir haben 6:48 Uhr. Bitte, bitte. Wir können noch ein kurzes Match machen, bitte nicht. Nicht. Siehst du? Sonst werden nämlich. Okay, ja, 10 komm. Minuten. Ja, das los, go. Das ihr müsst noch eins gewinnen. Simon, ich hoffe, du hast jetzt einfach diesen ganzen Frust hinter dir gelassen. Ah, shit, ich bin auf Unranked. Ich weiß, wo Uschi wohnt. Okay, aber bewahr dir das für nach dem Spiel auf. So, ich war auf Unranked, jetzt nochmal Play. Jetzt Ranked. Party. Jetzt ist wichtig, das Ganze einfach nochmal neu zu sehen. Es ist ein neues Spiel. Und ich will schon gleich Uschi. Ihr werdet jetzt nicht gegen Uschi spielen, davon gehe ich einfach aus. Aber Uschi fühlt sich schlecht, hat er geschrieben. Ja, Uschi kann sich echt mal gehackt legen. Uschi ist für mich. Dabei war Uschi. Over. Hey. Uschi ist over. Nicht, no more Uschi. Sigi war ja auch noch dabei. Und ja, Sigi war besser als Uschi. Ja, Sigi. Hey, ihr solltet das nicht so negativ sehen. Wenn euch. Das Schöne ist halt, wenn man gegen einen besseren Spieler spielt, der zeigt euch sofort, was ihr falsch macht. Das heißt, bei euch werden sofort auch Schwächen im Early Game aufgedeckt, die ihr verbessern könnt. Und das solltet ihr als was Positives sehen. Und nicht die ganze Zeit darüber rumflamen, dass der Gegner so scheiße ist, sondern lieber sich darüber ärgern, dass man Fehler gemacht hat und diese ausbessern. Mhm. Und das geht halt nur Schritt für Schritt. Es ist ein langer Weg. Sogar bis nach Gold. Du hast ja recht. Ja. Ich korrigiere, nach 10 Minuten müsst ihr entweder gewinnen oder aufgeben. Nee. Das ist nett von euch, Rishi. Das ist echt nett von denen, die uns jedes Mal 30 Minuten später anfangen lassen, dann jedes Mal auf den letzten 2 Minuten. Damit macht ihr euch sehr, sehr beliebt bei den Zuschauern. Spieler sind raus, wir müssen nochmal und go. Nochmal. So. Ja. Ihr lauft jetzt einfach mit eurem 9-Minuten-Rush über. Ja. So sieht's aus. Das machen wir. Ein Spiel schaffen wir noch, wir drei haben wir jetzt erst gespielt, ne? Boah, wir haben richtig viel verloren, auch gerade von unserem Bonuspool. Ich habe nicht drauf geachtet. Wir haben gesagt. 50 Punkte verloren. Vom Bonuspool. Ja, aber die verliert ihr auch beim Gewinn. Ja. Ihr kriegt da doppelte Punktzahl. Ah, okay. Na gut. So, gucken wir mal. Jetzt Game ready, mal gucken. Geht los. Natürlich gehen hier die Emotionen mit uns durch, weil wir auch extrem ehrgeizig sind. Ja, logisch. Und weil wir diese Reihe nicht bis zum Ende aller Tage machen wollen. Und zwei Terrans, warum nicht? Alles schief läuft. Wieso nicht? Ich hab gedacht, wir spielen das weiter. Straight to Gold, Straight to Platin, Straight to Platin. Das sind dann neue Reihen. Straight to GSL, Alter. Ab nach Korea, was geht? Straight to Korea. Ja, das so heißt die nächste. To Korea. Da lachst du auch, Niklas. Findest du lustig, ne? Ja, okay, komm, geht weiter. Das ist ein weiter Weg, Jungs. Gegen die möchte ich gerne spielen. Aber jetzt geht der Weg weiter. Jetzt in diesem Moment. Ein 10er und ein 35er. Komm, nehmen wir alle. Zwei Terrans. Ja, zwei Terrans, easy. Also ich erwarte Unsichtbar-Einheiten. Nein. Nee? Okay. Einfach überrennen da. Okay. Einfach überrennen. Gott. So, welche Map ist das? Ah, das ist sogar eine gute Map für euch. Weiß ich nicht, aber habe ich einfach mal gesagt. So, Wässerchen hier. Wasser mit Sprudel. So, volle Konzentration nochmal. Honor, willst du das kommentieren und wir halten mal ein bisschen die Schnauze? Oh ja. Ja, ich kommentiere hier schon mein Wasser. Wasser gut. Das beste Wasser, was ich jemals getrunken habe. Besser könnte es
gar nicht sein. Oder vielleicht doch. Ich weiß. Ich muss laufen, da geht einfach gar nichts. Vielleicht werde ich irgendwann in meinem Leben nochmal auf ein besseres Wasser treffen. Aber das ist relativ unwahrscheinlich. Denn dieses Wasser ist wirklich ein verdammt gutes Wasser. Ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Wasser zu Hause auch besser als dieses Wasser. Habt ihr schon mal... Oder hör auf damit. Habt ihr schon mal die Redewendung "Mir kann niemand das Wasser reichen" gehört? Wasser, woran muss ich da denken? An Pinkeln. Nein, Moment. Urin ist nicht gleich Wasser. Wäre Urin gleich Wasser, dann müssten wir nicht in den Einkaufsladen rennen, um uns Wasser zu kaufen, sondern könnten in eine Flasche pinkeln und das Ganze gleich wieder trinken. Aber das würde keinen Sinn machen, denn dann könnten wir das Wasser auch... Warum müssen wir überhaupt Wasser trinken? Können wir das Wasser nicht einfach in unserem Körper behalten? Und ich meine, wir bestehen doch eh nur aus Wasser. Ich verstehe das nicht. Macht für mich alles gar keinen Sinn, dieses alles mit Wasser. Nun gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Nächstes Thema ist mein Kugelschreiber. Er ist gelb. Und er ist von gar nichts. Er ist einfach gelb. Mein gelber Kugelschreiber. Man kann damit schreiben und man kann damit klicken. Das ist manchmal schön, manchmal nervt es auch. Man kann, weiß ich nicht, man kann ihn auch in die Nase stecken. Das macht besonders viel Spaß. Aber sonst kann man auch nicht viel mit dem Kugelschreiber. Tja. Und sonst sind ja auch nur so Computersachen. Supply Block, scheiße. So, was machen die beiden eigentlich hier? Gucken wir mal. Oh, Goldmineralien. Ja. Goldmineralien sind gut. Goldmineralien machen dich reich. Vielleicht bringen sie dich auch in die Goldliga. Ja, aber zweiteren bin ich mir nicht so sicher. Ey, was ist denn hier los? Gibt es Gold ab, Idioten? Vielleicht sollte ich den beiden in ihrer Bildorder helfen. Nein, ich lasse es lieber. Die beiden sind jetzt auf sich allein gestellt. Eingestellt? Allein gestellt. Ist das eine Verschwörung? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sehr gut macht der Herr Budimann das hier. Mit seinen SCVs. Ja, sehr gut. So eine gute Bildorder habe ich noch nie gesehen. Complete. Aha, aha, was hat er jetzt vor? Was machen diese beiden Einheiten dort? Ach so. Aha. Mein Laptop wird hier gerade abgeräumt. Können wir das mal zeigen? Not enough minerals. Upgrade complete. Wird hier gerade live rumgefummelt auf der anderen Kamera. Okay, 36, Simon. Oh, ich glaube, es tut sich was. Minute 9 ist das Ziel. Minute 9 ist das Ziel. Können wir das einhalten? Ja, aber Budi sieht sehr gut aus. Sehr gut sieht es bei dir aus, Budi. Sehr gut. Du siehst auch gut aus. Not enough minerals. SCV ready. Not enough emission of S-beam gas. Ich habe mich wieder abblitzen lassen. Du solltest mal ein Supply-Depot runter machen. Deine SCVs sammeln sich da oben an deiner Basis. Guck mal, nördlich von deiner ersten Mineral Line. Danke. Gern geschehen. Oh, fokussiert die beiden hier. Kommen wir wieder zu wichtigeren Dingen. Wie wäre es diesmal mit Warum haben wir eigentlich einen Bart? Aber gut, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Nein, die Frage ist, warum haben Frauen keinen Bart? Hier unten.
Oh, es geht los. Angriff, entschlossen, alles rauf. Okay, bist du bereit, Simon? Ja. Oh shit, Simon hat keine Army. Okay, gehen drauf. Wir müssen drauf. Simon muss helfen, bitte. Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Geh rein, Bulli. Wo sind denn meine Einheiten? Ich verstehe das nicht. Wo laufen die denn? Oh, ich hab gar keine. Mann, das ist aber ein schneller Angriff. Okay, jetzt habe ich Einheiten. Kann ich irgendwas... Ja, du kannst... Hier ja, drauf. Du kannst auf die Tanks schießen, shit, bitte. Shit, auf shit. Die Tanks. Ja, die schießen mich kaputt. Erstmal von der Seite. Oh. Kein Gas. Noch einmal. Mann, das ist alles scheiße. Bau weiter, so viele Einheiten wie es geht. Mann, alles falsch gemacht. Ich bin schon wieder so frustriert. Das ist doch scheiße. Du hast noch Larven auf deiner dritten Hatchery, die kannst du auch benutzen. Setz einen Ready Point von der Hatch. Da geht noch was, Leute. Ah. Ich glaub nicht. Hast du alle Worker verloren? Ja. Alle weg. Shit. Das war's. Ja, aber das war jetzt mein Fehler. Ich habe einfach nicht genug Einheiten gehabt. Ich habe irgendwie einen Schwung zu viel Drohnen gebaut und dann war es irgendwie schon geschehen. Ja, was war passiert? Also ich weiß nicht, ich war irgendwie... Du hattest sehr viel Mineralien und zu wenig Gas. Ja. Hattest du das dritte Gas gesetzt? Das dritte habe ich gesetzt, ich habe es zu spät... Ich weiß genau, welche Fehler ich gemacht habe. Ich habe erst... Mein Fehler war, ich habe zwei Basen gehabt und dann war die eine Gold und dann dachte ich mir, ach, die Einheiten sammeln lieber beim Gold und habe sie alle zum Gold geschickt, habe dann aber vergessen, dass da schon 17 Einheiten waren quasi in dem Gold und hatte im einen wenig, im anderen viel, habe aber in beiden dann sehr viel mehr nachgebaut. Das heißt, ich hatte in beiden plötzlich 20 Drohnen und das war natürlich Quatsch. Und da hatte ich dann quasi zu viele Drohnen. Das Problem in dem Fall ist auch einfach, also das ist ja eigentlich kein Problem, aber bei Gold Minerals hast du eben auch viel mehr Mineralien einfach, die du dann nicht mal ausgeben kannst, wenn du eben nicht früh genug Gas nimmst. Ich hätte direkt oder ins Gas einfach gehen müssen, oder? Direkt so. Ja, also wenn du die Gold hast, dann kannst du auch locker auf 4 Gasgasierer gehen, damit du Roaches produzieren kannst. Aber ja, trotzdem das war scheiße von mir. Diesmal habe ich richtig verkackt. Ja, deine Units waren einfach einen Tick zu spät. Mhm. Hättest du direkt 6 Roaches oder so draußen gehabt, als der Angriff kam, dann hättest du zusammen angreifen können. Das ist, ja, ich habe schon welche raus, drück auf F2 und habe keine einzige Einheit. Und dann, okay, klar, habe ich verkackt halt. Aber tut mir leid. Tut mir leid, Buddy. Och Gott. Ne? Och Gott. Ja. Och Gott. So ist es. So ist es. Immerhin so habe ich gelernt, dass das diesmal definitiv meine Schuld war. Ja, aber Leute, wir haben ja. Ach, wir überlegen uns, ob wir Bonjour nicht einfach absagen und weiter Starcraft spielen. Ich hätte da Spaß mit. Auch wenn wir die letzten Matches jetzt nicht so gut abgeschnitten haben. Aber nichtsdestotrotz, das war es von Straight to Gold. Ich hätte echt Bock weiter zu spielen, verdammte Scheiße. Aber es geht nicht. Aber guck mal, wir haben auch, wenn man sich einfach mal diese Skala anguckt, sieht man auch, dass wir einfach mega krass auf die Fresse bekommen haben. Ja. Also, da kannst du nichts mehr schönreden. Selbst wenn ich nicht verkackt hätte, hätten wir verloren, behaupte ich. Gut, schade. Aber war schön. Danke, Niklas. Ja. Entschuldigung an alle, mit denen wir spielen. Am Ende habe ich euch nicht mehr so beigestanden. Es tut mir ein bisschen leid. Ich hätte vielleicht ein bisschen auch auf... dein Mineralien-Income zumindest eingehen sollen. Ach, ja, aber nö, das war ja der lassen. Deal, dass du uns nichts sagst und einfach nur kommentierst. Das war schon okay. Genau. Das ist nicht deine Schuld. Also, nächstes Mal wieder das Ziel, mehr zu gewinnen. Drei Spiele zu gewinnen. Ich meine, wir haben heute 2-2 gespielt. Und wir hatten wieder so ein langes, komisches Spiel dazwischen, was eigentlich komplett, was man einfach abhaken kann. Der sogenannte Uschi-Faktor. Na gut. Den muss man einfach immer mit einbeziehen. Gut, ich würde sagen, Niklas, vielen Dank nochmal an dich. Ja, danke. Gerne. Verfolgt, danke auch an alle, die mitgespielt haben. Also natürlich alle, die heute dabei waren, selbst Uschi. Vielen Dank. Sigi. Vielen Dank. Das war's diese Woche von Straight to Gold. Wir werden weiterspielen, weiter trainieren, auf dass wir irgendwann besser werden in diesem Spiel. Denn das Spiel ist nach wie vor sehr spaßig. Wir sollten mal ein bisschen Two-on-Two trainieren. Ich glaube, das ist es. Ich bin nur One-on-One, du bist auch eher nur One-on-One gewöhnt. Exakt. Wir spielen nicht gut im Team. Ich glaube, das müssen wir ändern. Ja. Wobei die Basics. Ihr habt jetzt schon am Ende angefangen, von alleine für euch Absprachen zu treffen. Das war nicht schlecht. Okay. Das müsst ihr eben noch ein bisschen ausbauen. Ja. So, wir bauen aus
Und später geht es hier weiter mit Bonjour und ja, liebe Leute, mit bleibt. Mit dir und wem? Nils heute Abend. Nils. Mal gucken. Du, Nils, ich habe überhaupt keine Ahnung, vielleicht spielen wir StarCraft. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut, das war's von uns. Wiedersehen. Tschüss.